Ja, liebe Taucherinnen, liebe Taucher, liebe Fans der großen und riesengroßen Fische, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu unserem Schöner Tauchen-Webinar Nummer 6 heute Abend. Ich bin der Armin vom Tauchernet. Ich führe heute Abend durchs Programm und wir haben ein ganz, ganz knackiges Programm heute. Galapagos, Kokos und Socorro, natürlich absolute Großfischdestinationen. Mit dabei sind bekannte Gesichter und ein unbekanntes Gesicht. Bekannte Gesichter ist einerseits Peter Löseke, Reiseleiter bei Schöner Tauchen, der all die Destinationen, die wir heute vorstellen werden, schon öfters bereist hat, sehr viel Erfahrung gesammelt hat, tolle Bilder bewegt und unbewegt eingefangen hat und wahrscheinlich auch von oben mit seiner Drohne abgefilmt hat. Dann haben wir die Melanie dabei, die bei Schöner Tauchen arbeitet und die ausgewiesene Flug-, Buchungs- und Großfischspezialistin ist und natürlich jetzt hier besser gar nicht passen könnte. Und dann, wie fast immer dabei, der Big Boss von Schöner Tauchen, der Uwe. Und ich gebe einfach mal weiter an dich, damit du unseren fünften Teilnehmer hier auch noch vorstellen kannst. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass wieder so viele dabei sind und ich hoffe, wir werden eine interessante Veranstaltung machen. Armin hat ja schon gesagt, um welche Ziele es geht. Und wir haben uns heute vorgenommen, so ein bisschen auf die Unterschiede so ein bisschen hinzuweisen, dass man, also wenn man das erste Mal da vielleicht hin will, weiß, so ein bisschen Entscheidungshilfen hat. Aber bevor das alles losgeht, wollte ich euch mal kurz den Maxi vorstellen, weil die letzten Webinare haben uns gezeigt, dass die Videos, die wir zeigen, die vertont sind, so ein bisschen nicht so einfach mit den GEMA-Gebühren sind. Und heute machen wir ein bisschen Live-Musik dabei. Maxi ist ein ganz toller Musiker hier aus Bremen, den ich schon länger kenne. Und wir wollen auch ein bisschen die lokale Musikerszene unterstützen. Und wir schauen mal, wie das Ganze klappt. Maxi, stell dich doch mal kurz vor, musikalisch und persönlich. Ja, ich freue mich total, dabei zu sein. Genau, wie Uwe eingangs schon erwähnte, wir kennen uns schon ziemlich lange und als dann neulich der Anruf kam, ob ich dieses Webinar musikalisch begleiten möchte, habe ich mich sehr gefreut, habe mich sogar extra mit einem neuen Instrument eingedeckt, eine sogenannte Guda Drum. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich es vor Menschen spiele, in diesem Sinne. Und eigentlich bin ich Schlagzeuger und Percussionist. Und ja, spannende Sache und ich hoffe, euch gefällt, was ich mache und würde das Wort jetzt einfach wieder abgeben und uns allen eine schöne Veranstaltung wünschen. Ja, ganz exotische Klänge. Vielen Dank, Maxi, für das nette Intro. Und ich denke, du wirst uns diese wunderschönen Bilder und Videos, die wir heute sehen, dann auch noch mit ganz, ganz tollen, entspannenden Sounds hinterlegen. Wir sind gespannt, was da alles noch kommen mag. Ich hatte euch die drei Reiseziele, über die wir heute sprechen wollen, schon gesagt. Und ich zeige euch jetzt vielleicht einfach nochmal eine Karte, dass wir uns ein bisschen besser orientieren können, um was es da heute Abend geht. Wir hatten einmal Galapagos, das zu Ecuador gehört, etwas weiter nördlich, haben wir dann Cocos Island, zugehörig zu Costa Rica. Und dann doch noch etwas weiter nordwestlich, Socorro, zugehörig zu Mexiko. Alle drei ausgewiesene Großfischgebiete, also die Großfischfans von euch, die kommen heute voll auf ihre Kosten. Und diese drei Ziele sind was ganz Außergewöhnliches. Warum, weshalb, wieso, werden wir im Laufe dieses Webinars erfahren. Seid gespannt. Und ich gebe einfach mal weiter an den Peter, der schon sehr, sehr viele Erfahrungen mit diesen Reisezielen gesammelt hat und vielleicht mit der ersten Destination dann einfach mal anfängt. Ja, hallo erstmal in die Runde und wünsche uns natürlich auch einen ganz tollen Abend. Ich bin mir da eigentlich auch ganz sicher. Wir kommen zu den
ich sag mal, drei meiner Lieblingsziele. Viele sagen auch, das sind so mit die besten Tauchziele der Welt, was auf jeden Fall auf die Begegnung von Großfisch zutrifft. Ich habe alle Ziele eigentlich mehrmals bereist. Ich war 21 Mal in Cocos, ich war 12 Mal in Galapagos und 4 Mal Socorro. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal einen Überblick an von den Sachen, die uns heute Abend erwartet oder worum es heute geht. Okay, bevor wir das machen, würde ich vielleicht nochmal das Wort an Uwe auch abgeben. Ja, die drei Gebiete sind vielleicht vorab alle drei aktuell möglich oder wie sieht es da aus von deiner Seite aus? Ja, seit Oktober haben wir Gäste, die sowohl nach Socorro, Cocos oder Galapagos fahren, aber ich denke, auf diese ganzen Sachen gehen wir später ein. Wir sollten jetzt vielleicht mal eine Übersicht und vielleicht über die Unterwasserwelt reden. Und ich glaube, Peter hat einen tollen Film vorbereitet, wo es ein bisschen Musik von Maxi gibt. Und ich denke, über diese Fakten, was dahinter hängt, Einreise, Wassertemperaturen, was kann man wann sehen, reden wir einfach ein bisschen später. Ganz genau. Also das auch nochmal die Bitte an alle Teilnehmer. Stellt Fragen. Dafür gibt es Tools bei Zoom. Da könnt ihr direkt unten unter F und A könnt ihr Fragen und Antworten. Ihr stellt die Fragen, wir geben die Antworten. Da könnt ihr das direkt einloggen. Oder wenn ihr bei Schöner Tauchen oder bei Tauchernet den Livestream anschaut, dann könnt ihr dort natürlich auch Fragen reinhacken. Und ich habe da immer ein Auge drauf und gebe die Fragen dann an unsere Diskussionsteilnehmer weiter, die mit Sicherheit dann hier kompetent euch zur Seite stehen können. Also fragt direkt zwischen rein und wenn die Frage reinpasst, dann wird sie direkt beantwortet oder dann auch im Nachgang, dann am Ende unseres Webinars versuchen wir alle Fragen direkt zu beantworten. Ja, ich würde einfach mal sagen, ich spiele mal den Einstiegsfilm ein, den Peter uns mitgebracht hat und das gucken wir uns mal an mit der musikalischen Untermalung. Vom Maxi. Kleinen Moment. Dauert noch einen kleinen Moment und dann bin ich auch bereit mit dem Film. So. Unglaublich beeindruckende Bilder, die du da eingesammelt hast, Peter. Das ist natürlich absolut faszinierend, was man da sowohl über wie auch unter Wasser zu sehen bekommt.
Was kannst du uns Tolles zu Galapagos erzählen? Also erstmal, wir haben, also alle Plätze sind richtige mystische Plätze und wie man auch bei den Unterwasserbildern oder bei den Bildern gesehen hat, wirklich alle Plätze bergen eine, ich sag mal, eine Vielfalt und eine Masse an Unterwasserleben, was man wahrscheinlich nur dort erleben kann. Zu Galapagos ist es natürlich so, für viele Leute ist Galapagos das beste Tauchrevier der Welt. Für mich sicherlich auch. Es gehört zu diesen dreien. Und ich werde auch immer gefragt, hey, wo ist es am schönsten? Was ist das Tollste? Und eigentlich meine Antwort darauf ist eigentlich immer, ich habe an allen drei Plätzen schon 10-mal den Tauchgang meines Lebens gemacht. Und das meine ich einfach so. Denn es gibt da einfach diese, ich meine, wie soll man das begleichen? Wenn man beim Abtauchen kommen einem drei Orcas entgegen oder beim Auftauchen eine Schule von Tausenden von Mobulas oder Schwärme von Adlerrochen. Also man kann es dann einfach nicht vergleichen. Vielleicht schauen wir uns zu Galapagos mal die Bilder an. Okay, ich spiele mal einen Film ein zu Galapagos, ja? Ja, zu der Unterwasserwelt. Was Galapagos sicherlich ausmacht, ist die Einzigartigkeit, was man da an verschiedenen Lebewesen und Kreaturen beim Tauchen sehen kann, die es dann aber auch wirklich nur dort gibt. Ja, im ersten Augenblick denkt man bei Galapagos mit Sicherheit an die vielen Schulen Hammerhaie oder an die Walhaie, aber Galapagos selber hat halt auch viel mehr. Für mich zum Beispiel bei Wulf gibt es einen der besten Adlerrochen-Tauchplätze der Welt, die man da fast garantiert sieht. Wulf und Darwin ist mit Sicherheit für Hammerhaie und für Walhaie zur Saison. Dann gibt es wieder einen anderen Platz, das ist die Punta Vicenta Roca, wie wir gerade sehen, wo man die Mondfische sieht. Oder halt Cap Douglas ist der westlichste Platz, wo man dann Red-Lipped Batfish oder halt auch die Leguanas beim Tauchen sehen. Aber auch selbst Seepferdchen und sowas gehört natürlich dazu. Und Seehunde kann man eigentlich an jedem Tauchplatz überall auch wieder sehen. Eigentlich, oder das, was man auch immer wieder hört in Galapagos, ist das Wort endemisch, also dass es das nur da gibt. Und es ist wirklich so verrückt, dass man sagen kann, hey, dies gibt es wirklich nur in Galapagos. Haie, an Haisorten gibt es natürlich auch viele und man kann da Galapagos-Haie sehen, Weißspitzenhaie oder hier, das war ist auch sehr typisch für die Galapagos, die Salemas, die riesigen Schwärme. Und wenn man Glück hat, taucht da auch ein Seehund oder ein Manta durch auf. Also in Galapagos gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Das muss man sagen. Und wenn ich allein über meine besten Erlebnisse in Galapagos darüber nachdenke, da gehören mit Sicherheit die Orca-Begegnungen zu, da sind Buckelwal-Begegnungen, sind aber auch Blauwale, habe ich dort gesehen, aber auch hier wie diese 1000 Mobulas, das ist schon wirklich faszinierend. Ja, das ist einfach ein Traumziel, ja, ich denke, jeder, der noch nicht da war, der träumt davon, einfach nach Galapagos zu kommen, und das wäre vielleicht jetzt auch die erste Frage, die der Martin hier reingestellt hat, wie erfolgt denn eigentlich die Anreise auf Galapagos? Und ich denke, da kann uns die Melanie wahrscheinlich am besten weiterhelfen. Ja, lässt sich eigentlich sehr entspannt machen zu all den Destinationen. Wenn sich der Flugplan pre-Corona, post-Corona wieder erholt hat, hat die KLM meistens eine sehr gute Verbindung. Dann kann man von Deutschland aus einen Umstieg in Amsterdam, dann geht es direkt rüber nach Quito. Oder nach Guayaquil, meistens nach Quito.
Und von da aus gehen dann gleich die Inlandsflüge rüber nach Galapagos. Dazwischen empfehlen sich zwei Übernachtungen, damit man ein kleines Sicherheitspolster hat. Und dann kann man da ganz entspannt rüberfliegen. Es gibt zwei Flughäfen auf Galapagos, entweder direkt nach Baltra auf Santa Cruz oder nach San Cristobal, je nachdem, wo die Kreuzfahrt startet. Also das lässt sich alles ganz entspannt machen. Okay, wie sieht es mit den aktuellen Reisebestimmungen aus? Was ist mit und für Corona zu sagen? Ja, ich sag mal, es wechselt sehr häufig, von daher muss man immer aktuell nachgucken. Wir haben es letzte Woche angeguckt, da waren alle drei von den Gebieten noch Hochinzidenz. Als ich am Montag reingeguckt habe, war es teilweise nur noch ein Risikogebiet oder sogar, dass man nur noch ein Formular ausfüllen musste und den Test machen musste. Also es schwankt sehr stark hin und her derzeit, von daher da muss man wirklich immer tagesaktuell schauen. Aber momentan ist aktuell Ecuador als Risikogebiet eingestuft. Ja, aber was man wissen sollte, dass man reinkommt, dass das kein Problem ist und dass wir wirklich seit, ich glaube seit September regelmäßig Gäste dort hatten und dass auch alle Kreuzfahrten stattfinden. Ja. Also das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache, ob man dann einen PCR-Test braucht oder nicht. Und wie das jetzt bei Rückreise in Deutschland aussieht, ändert sich ja auch ständig. Also ja, gerade Ecuador fängt jetzt auch schon an, dass man, wenn man geimpft ist, noch nicht mal mehr den Test braucht. Ja, auch das wird mit Sicherheit noch kommen und gehen, aber lässt sich sehr gut machen. Ja, und das gilt also auch für Mexiko und für Costa Rica, die ganze Information. Ja. Okay. Reisezeiten. Ich habe ja auch die erste Frage vom Thomas. Was wäre denn die optimale Reisezeit, um nach Galapagos zu gehen, zu fahren, zu schwimmen? Ja, gibt es mehrere Antworten. Peter, willst du? Du warst am meisten da. Also für mich ist die beste Reisezeit von August bis Oktober, November eigentlich. Dann ist zwar die kältere Zeit, das Wasser ist schon wesentlich frischer auch dann zu der Zeit. Und was wirklich da auch klasse ist, ist halt, dann ist Walhai-Saison und halt die Wahrscheinlichkeit, dass man diese großen, schwulen Hammerhaie sieht, ist da am größten. So würde ich sehen. Wie siehst du es? Ja, also das Wetter Galapagos wird ja von zwei großen Monsunzeiten im Endeffekt geprägt. Von Januar bis Juni ist der Nordostpassat. Und dann kommt der warme Panama-Strom dorthin. Und da hat man das bessere Wetter, weniger Regen und alles. Und in den Monaten Juli bis Dezember hat man dann den Humboldt-Strom. Und das ganze Wasser ist auch ein bisschen kälter, hat ein bisschen mehr Regen. Aber dadurch hat man auch viel mehr Hammerhaie und andere Tiere, die da hinkommen. Und der Humboldt-Strom ist auch sehr nährstoffreich. Und darum sind dann auch die ganzen Walhaie dann da, ne? Die dann das Plankton da bei Wolf und Darwin raus. Ja, wobei die Walhaie ja deshalb da sind, das sind meist Weibchen und schwangere Weibchen. Und die wissen selber noch nicht genau, warum die oder wo wirklich die ihre Jungen gebären, aber die nehmen an, dass das da irgendwo in der Nähe ist. Ne? Ja, vielleicht sollten wir, ich weiß nicht, ob die Wassertemperaturen hier schon hergehören, aber... Ja, da haben wir auch schon die erste Frage vom André. Wir fragen jetzt mal nicht den Peter, welchen Anzug sollte man denn im Dezember mit nach Galapagos nehmen? Darfst du mir aber auch nicht stellen, die Frage, die Antwort wäre die gleiche, da bin ich komplett bei Peter. Okay. Also lass uns doch einfach mit Zahlen und Grad. Ja, lass uns mal mit Zahlen, mit Wassertemperaturen so über das Jahr verteilt mal sprechen. Dann kann jeder für sich selber beurteilen, welchen Anzug er dann da am besten einpackt. Also ich habe mir das hier mal aufgeschrieben, ich kann euch das mal vorlesen. Weil, also es ist ein Unterschied zwischen Wolf und Darwin, da ist das immer ein bisschen wärmer als bei den anderen Inseln. Und da haben wir hier von Juli bis Dezember 23 bis 26 Grad. Und bei den Hauptinseln variiert das zwischen 15 und 22 Grad in den Monaten. Also 15 Grad ist schon ziemlich frostig. Da muss man natürlich sagen, dass das auch ein bisschen drauf ankommt, wo man dort taucht. Also zum Beispiel bei Isabella, wo die Mondfische sind, ist es wesentlich kühler als an den anderen Stellen. Aber man muss schon ziemlich flexibel sein. Und da muss dann jeder für sich selber wissen, was für einen Anzug ich einpacke. Oder packe ich mehrere ein, die ich übereinander ziehen kann. In den anderen Monaten, wenn man ist das Ganze ein bisschen wärmer, also von Januar bis Juni hat man 25 bis 28 in Wolf und Darwin und bei den Hauptinseln in der Regel 24 Grad, geht aber bei Isabella bis 17 runter, wo die Mondfische sind. Aber das kann natürlich auch schwanken, je nach Strömung. Okay.
Ja, da habe ich auch gerade, die Frage haben wir jetzt auch gerade beantwortet gehabt. Ja, vielleicht könnt ihr mal was zu den Möglichkeiten dann vor Ort sagen, wie ich denn dann überhaupt ins Wasser komme. Ich denke, vom Schiff aus ist mit Sicherheit die richtige Möglichkeit. Was gibt es denn da für Schiffe? Was habt ihr denn da im Angebot? Melanie, verrat uns mal, welche Schiffe wir haben. Was? ja, es gibt für alle Kategorien was dabei. Es gibt welche, die sind etwas einfacher. In Galapagos zum Beispiel die Aqua oder auch die Humboldt. Entsprechend finanziell auch nicht ganz so nach oben ausreißen. Es gibt aber auch richtig schicke, die haben dann noch eine Hängematte auf dem Oberdeck. Also da ist für jeden Geschmack und Geldbeutel was dabei. Unterscheiden sich von der Größe her und Ausstattung teilweise, ja, nicht wirklich großartig. Es hat die eigentlich normalerweise jede Kabine, eigene Klimaanlage, eigenes Bad dabei, also alles, was man braucht, um sich wohlzufühlen. Und so eine Kreuzfahrt ist halt auch die einzige Möglichkeit, überhaupt hinzukommen, beziehungsweise in Galapagos die beste Möglichkeit, zu den schönen Plätzen zu kommen. Die liegen vor Wolf und Darwin. Das ist zu weit entfernt, um das mit den Landausflügen zu machen. Das Tauchen da, das ist dann wesentlich schöner. Und das sind dann immer 7 oder 10 Nächte Kreuzfahrten, die dahin stattfinden. Also ich glaube, man sollte jetzt auch, oder man sollte auch erwähnen, dass das Tauchen auf Galapagos oder die Bilder, die man immer sieht, dass das immer eine Tauchsafari ist. Oder 95% oder 99% der Bilder sind auf einer Tauchsafari. Das Tauchen an Land ist ganz oder ist hat mit der Qualität oder hat mit den Plätzen auf der Tauchsafari eigentlich relativ wenig zu tun. Und man muss da wirklich unterscheiden zwischen Tauchen von Land, was Durchschnitt ist, kann auch guter Durchschnitt sein, aber diese Schulen an Hammerhaie, die Mondfische, die und die Mantas, diese Sachen sieht man definitiv nur auf einer Tauchsafari. Okay, weil das war hier ja auch die Frage vom Hadi, der gefragt hat, ob auch Landtauchgänge auf so einer Tour vorgesehen sind oder ob man dann, wenn man unterwegs ist, wirklich nur vom Boot aus taucht und wie sich das einordnet. Ja, Galapagos, vielleicht mal dazu, ist ganz speziell. Also Galapagos ist ein Nationalpark und egal, welche Aktivität man macht, ob man Landtouren macht oder auch Tauchgänge, diese werden alle von Rangern des Nationalparks begleitet. Und es wird vorher ganz genau festgelegt, wann darf ich wo tauchen, wann darf wer auf welche Insel, um sich das anzuschauen. Und da darf man auch nicht von abweichen. Ich kann nicht sagen, hier ist das wie in anderen Tauchzielen jetzt die Strömung zu stark oder das und das. Ich will woanders tauchen, das geht einfach nicht. Ich muss da tauchen, wo es ist. Aber das Gute ist auch, dass das Tauchen überall gut ist. Ich weiß nicht, Peter, ob du mir recht gibst, die Ranger sind nicht unbedingt die besten Tauchguides. Definitiv nicht. Hat natürlich auch was damit zu tun, muss man sagen, dass alle Leute, die auf Galapagos arbeiten, auch nur von Galapagos kommen dürfen eigentlich. Und von daher, weil der Tourismus da schon gestiegen ist in den letzten Jahren, ist die Qualität der Tauchguides nicht überall so super. Aber es ist auch teilweise gar nicht so erforderlich, weil häufig taucht man ab und sofort geht der Action los und die Hammerhai-Schulen sind da. Also von daher ist das schon... Ja, ist egal, ob man rechts oder links rumtaucht. Ne? Aber man sollte wissen, dass man sich nicht unbedingt auf den Guide verlassen kann. Man sollte selber tauchen können. Und dazu vielleicht auch nochmal, man kann natürlich von Land aus tauchen. Da gibt es Tauchbasen, wenn man jetzt in Puerto Ayora ist oder sowas. Wie Peter schon sagte, das Tauchen kommt nicht an die Kreuzfahrten ran. Aber das Tauchen ist verglichen mit anderen Plätzen auf der Welt auch schon extrem gut. Also auch dort. Aber wenn man jetzt wirklich das Nonplusultra sehen will oder das Beste, dann sollte man die Kreuzfahrt machen. Und das ist eigentlich das, was wir anbieten. Also das landgestützte Tauchen machen wir eher weniger. Aber nicht so, dass es das nicht gibt. Die Nina fragt, wie lange sollte denn so eine Tauchsafari sein? Vielleicht, wenn man das erste Mal dort ist, was ist da die optimale Zeitspanne? So lange wie möglich. Okay. Nein, es werden 7-Nächte-Touren angeboten, nur ganz selten etwas längere. Also die Option hat man eigentlich gar nicht, eine längere zu nehmen. Und die längeren, die werden, soweit ich weiß, auch nur in der Nebensaison angeboten. Aktuell sind die längsten Touren 10 Nächte. Wir haben jedes Jahr ein Charterprogramm mit 10 Nächten, der ist in der Regel im Mai. Die sind dann auch ein Tick günstiger und man hat natürlich ein bisschen mehr Tauchgänge drin. Aber sonst gibt es wirklich nur 7 Nächte. Also die Frage stellt sich gar nicht groß.
Okay. Und der Mario fragt, was er denn aus seinem Sparschwein kratzen muss, um so eine Woche auf Galapagos inklusive Flug, inklusive Verpflegung, inklusive Tauchsafari, inklusive allem dann sich leisten zu können. Melanie? Wir haben fürs Ende eigentlich noch so ein bisschen vorbereitet, dass wir die drei Tauchziele nebeneinander mit Preisen mal vorstellen wollen. Dass man auch sagt, da kostet das so viel, da so viel, sind so und so viele Tauchgänge mit drin. Also eigentlich wollten wir diese Frage ein bisschen nach hinten verschieben, wenn das nicht. Ja, klar, kein Problem. Das können wir gerne dann auch vergleichen, weil da kam auch schon die erste Frage eben zu dem direkten Vergleich dieser Tauchziele, auch was das Finanzielle angeht. Und dann denke ich, wäre das das Beste, wenn wir das dann am Ende des Webinars alles mal gegenüberstellen. Und, dann wir haben noch so viel Filme, vielleicht sollten wir jetzt... Ja. Wir sind schon etwas angespannt in der Zeit, weil wir haben schon fast eine halbe Stunde verbracht und haben nur über Galapagos gesprochen. Von daher denke ich, wäre es jetzt vielleicht an der Zeit, dass wir mal auf das nächste Ziel wechseln. Cocos Island. Ja, auch hier die Frage an Melanie. Wie komme ich hin? Wie lange dauert es? Und was kostet, machen wir dann im Nachgang? Es ist ähnlich wie bei Ecuador. Auch hier gibt es nicht täglich, aber drei oder viermal die Woche direkte Flüge von Paris oder Amsterdam. Man kann auch mit anderen Airlines mit einem Umstieg über Panama fliegen, wenn man noch Kombinationen plant oder wenn der Flugtag sonst nicht passt. Aber bitte müssen tut man es nicht. Langstrecke auch hier so je nach Wind zwischen 11 bis 12 Stunden. Lässt sich also auch ganz entspannt machen. Man landet dann in San Jose. Die Transfers von da nach Punta Arenas, wo die Schiffe ablegen, sind immer schon mit dem Schiffspreis dabei. Da braucht man sich nicht drum kümmern. Und San Jose dann auch nochmal, wie gesagt, 2 Übernachtungen, damit man noch ein bisschen Luft hat, falls mein Koffer nicht mit einem ankommt oder der Flieger zu spät kommt. Stadt selber kann man sich dann kurz angucken, aber da gibt es dann andere Programme, da gehen wir später noch drauf ein. Von daher ähnelt sich das von der Anreise, ähneln sich alle drei Destinationen eigentlich, ähnliche Flugzeit von hier aus und sind auch alle drei eigentlich sehr gut mit der KLM machbar. Okay. Ja, was macht das Tauchen so speziell? Corona hatten wir ja schon angesprochen, das ist ja, trifft ja ungefähr auf alle drei Destinationen zu, was Uwe anfänglich gesagt hat. Kommen wir am besten zum Tauchen. Peter, was ist auf Cocos Island dein Favorit? Auf Cocos Island, da zitiere ich mal Jacques Cousteau, der gesagt hat, das ist meine absolute, oder das ist die schönste Insel der Welt. Cocos Island für mich selber, viele Leute oder der Unterschied zu den anderen Zielen, viele sagen, oh, da sind dann 30 oder 36 Stunden Überfahrt. Das Gute dabei ist, aber wenn ich dann da bin, bin ich halt auch da. Und das ist halt, oder das, was mir eigentlich ganz gut gefällt. Man kommt aufs Schiff, stellt das mal seine Tasche ab und dann hat man halt, und dann geht es halt relativ schnell los und dann kann man erstmal relaxen, kann runterkommen. Die Leute fangen nicht an, irgendwie das Gerödel zusammenzubauen. Wollen wir den Film dazu gucken, schauen? Ja, können wir machen. Dann vielleicht noch gerade jetzt noch, bevor ich den Film abspiele, der Peter eine Frage gehabt. Ist die Schiffsfahrt nach Cocos Island auch ein Erlebnis, da die ja 36 Stunden dauert, oder ist das mehr oder weniger langweilig? Nein, 36 Stunden ist es ja fast, wenn wirklich die See halt rau ist, dann kann sie 36 vielleicht auch nochmal länger. In der Regel ist man schon auch nach gut 30 Stunden da. Viel schneller geht es nicht, weil die Schiffe auch nicht schneller fahren, weil man fährt nachmittags los und es bringt halt nur was. Dann fahren die halt ökonomischer und dann fahren die halt dementsprechend langsamer, dass man den darauffolgenden Morgen da ist und dann mit dem Tauchen gleich losgehen kann. Was ich schon erlebt habe, ich habe springende Buckelwale gesehen, ich war auch einmal im Wasser mit Pilotwalen, wo man schnorcheln konnte. Das geht natürlich nur, wenn die See richtig glatt ist. Man sieht immer wieder Delfine, begleiten das Boot und man kann den Tag einfach auch nutzen, um sein Equipment zusammenzubauen und alles in Ruhe sich zu akklimatisieren und runterkommen und sich drauf freuen, dass es dann endlich losgeht. Okay. Dann würde ich sagen, ich spiele mal einen Film ab und der Maxi macht mit Sicherheit ein paar schöne Klänge in den Hintergrund, um
das vollständig zu genießen, was wir jetzt hier im Video sehen, die Highlights von Cocos Island. Ja, hier sieht man ganz gut die Insel. Das ist ja, Cocos Island ist die größte unbewohnte Regenwaldinsel der Welt. Herrliche Wasserfälle. Also die Insel an sich zieht einen schon in seinem Bann. Und wenn man die gesehen hat, man mag das. Hier der Stein von Jacques Cousteau, wo man natürlich auch mal hin muss unbedingt. Jurassic Park wurde da gedreht, aber deshalb fährt man eigentlich nicht dahin, sondern genau um dieses zu sehen, diesen unheimlichen Reichtum an Unterwasserleben. Für mich von allen drei Zielen der weltweit beste Tauchplatz für Begegnungen mit Hammerhaien, auch in diesen Schulen. Und so, wie man es eigentlich auch kennt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass zu sehen, nach meinem Ermessen in Cocos am größten. Natürlich kann man das in Galapagos und auch in Socorro auch so sehen, aber die Chance in Cocos ist etwas höher. Was für mich auch es unbedingt ausmacht, ist für mich auch einer der besten Plätze, um für Tigerhai-Begegnungen zu sehen, ohne Amt zu füttern. Es ist ein Nationalpark, da darf eh nie irgendwas gefüttert werden, wenn jagen, so wie gerade die Weißspitzenhaie halt selber. Es gibt eine Zeit, wo die sich die Stachelrochen paaren, was auch sehr interessant ist. Viele verschiedene Haie, sprich hier wie hier Galapagos-Haie, hier den Tigerhai. Man hat auch eine Chance, mal einen Walhai zu sehen. Aber auch Weißspitzen in Unmengen gibt es dort. Also und was auch extrem. Ja, oder hier sowas, das ist ja einfach Wahnsinn. Man weiß ja gar nicht, wo man eigentlich, es gibt da Tauchgänge, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll und zu Ende gucken soll. Es gibt auch Platz mit Frogfischen. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Oder Melanie, wie findest du es? Ja, auf jeden Fall. Also es ist direkt nach Galapagos definitiv auf Platz 2 der Lieblingstauchplätze bei mir. Gerade die Hamaie, ähnlich auch wie auf Galapagos, aber da kamen sie teilweise noch dichter dran. Also da schwimmt man wirklich fast mitten durch die Schule. Tigerhaie sieht man auch regelmäßig. Unheimlich viel Schwarmfisch, andere Sachen. Stachelrochen überall. Und war wirklich Hammertauchen, kann man nicht anders sagen. Okay. Ja, man merkt auch. Du hast vielleicht noch die Delfine und die Silberspitzenhaie vergessen, die man da redet. Ja, die sind ja schon fast Nebendarsteller geworden, ja. Ja, was man, das ist, man merkt da wirklich, man ist weit weg draußen im Pazifik. Im September, da gibt es so ein, zwei Wochen, da werden auch regelmäßig Orcas gesichtet, die dann auch schon mal einen Tigerhai jagen. Es ist wirklich die Natur pur. Also was man da erleben kann, das ist Wahnsinn. Auch Schwärmer von Seidenhaien. Es macht die Sache schon extrem aus. Und für mich auch, es ist im Vergleich zu Cocos muss man, zu Galapagos muss man sagen, ist Cocos eher so ein Tauchen 7 Tage bei Wolf und Darwin. So muss man das ein bisschen vielleicht vergleichen. Ja, die Nicole hat geschrieben, sie wird die Tauchgänge mit dir und den Tigerhaien auf Cocos nicht vergessen. Der Kommentar kam auf Facebook rein. Das scheint ein klares Lob für dich, die Tour und das Tauchgebiet zu sein. Dann haben wir noch Fragen hier. Ich denke, die Frage vom Andreas ist schon im Video beantwortet worden. Darf man die Insel betreten? Ja, man darf die Insel betreten. Es werden auch regelmäßig Ausflüge angeboten, was ein bisschen vom Wetter abhängig ist. Meist versucht man halt zwischen den Tauchgängen, es gibt ja auch so einen Wasserfall, so einen Ausflug, das kann dann sein, dass das nachmittags ist und dafür einen Tauchgang ausfallen lassen können. Es gibt ja auch eine Rangerstation, die man besuchen kann. Man kann diese Hängebrücke, was man jetzt eben auch schon mal gesehen hat, mal besuchen und so einen Aussichtspunkt sollte man und zu dem Stein von Jacques Cousteau und da sind noch ein paar Hans Haas, die sich da verewigt haben, jetzt darf man da nicht mehr kein Graffiti mehr versprühen, weil es halt auch ein Nationalpark ist und man sollte das dann auch einfach respektieren und sich dran freuen, dass man an so einen wunderbaren Ort, den uns der liebe Gott geschaffen hat, sein darf. Okay.
Dann die Barbara fragt zu den Reisezeiten und ganz speziell fragt Barbara nach der besten Jahreszeit, um Hammerhaie zu sehen. Die beste Zeit für Hammerhaie ist für mich definitiv September, August, September, Oktober bis im November rein. Da ist es auch wieder so, leider ist dann die See ein bisschen rauer. Es regnet halt noch häufiger. Man muss sehen, das ist halt an einer Regenwaldinsel. Eine Regenwaldinsel hat halt den Effekt, dass es da häufig regnet. Aber es ist auch so, dass es nie häufig ganz nur an einem Stück regnet, sondern dass dann auch immer sonnige Abschnitte. Und wenn man nur ein paar Meter von der Insel weiter weg ist, wo man mit dem Boot liegt, scheint dann häufig die Sonne und 500 Meter weiter sieht man den riesen Regenschauer da. Also definitiv für Hammerhaie August bis November. Okay. Dann eine Frage von Franziska. Gibt es Übernachtungsmöglichkeiten auf der Insel? Nein, ich kenne nur wirklich ein Pärchen, die mal da übernachtet haben, weil sie zwischen den, weil die zwei Safaris hintereinander gebucht haben und drei Tage dann, aber die wollten es dann auch nicht mehr. Also da gibt es nur Ranger, da gibt es Moskitos, das will man. Es ist halt eine unbewohnte Regenwaldinsel und nur die paar Ranger dürfen da zu der Zeit sein. Okay, dann die Frage hier vom Hardy, ob die Ranger erlauben zu schnorcheln, falls ein Baitball gesichtet wird? Nein, also man darf nicht ins Wasser, also ich sage es mal so, wie es gehandhabt wird. Man darf nicht aktiv ins Wasser. Wenn man im Wasser ist, darf man im Wasser bleiben, aber eigentlich ist es in Kokos ist es nicht erlaubt, in Socorro ja. Okay. Dann die Frage vom Horst, werden auch Nachttauchgänge angeboten? Nein, leider nicht mehr. Früher gab es das. Diese Bilder hat man vielleicht im Kopf von den Hunderten von Weißspitzenhaien. Das ist verboten worden, nicht mehr möglich. Aber man hat halt auch trotzdem die Chance, man macht so eine Art oder den späten Nachmittagstauchgang, wenn es anfängt zu dämmern, hat man auch schon die Chance, die Weißspitzenriffhaie beim Jagen auch mal zu sehen. Okay. Wie ist es denn mit dem Seegang dort, wenn ich die ganze Zeit da auf dem Boot bin? Ist das was für raue Seemannstypen oder können da auch Weicheier mit? Also was wirklich super ist, ist, wenn man vor Ort ist, liegt das Schiff relativ ruhig. Also es liegt ruhig. Die Überfahrt ist natürlich so, wenn es wellig ist, ist es wellig, da kann man nichts dran machen, dann drehen die auch nicht um und sagen, wir probieren es morgen nochmal. Aber das ist der Vorteil auch ein wenig zu den anderen beiden Zielen. Wenn ich da bin, habe ich da die Chance liege ich halt relativ vor Ort. Es gibt da zwei Buchten, manchmal wechselt das Schiff, um die anderen Tauchplätze etwas näher zu erreichen mit den Dinghys. Okay. Schiffe, Melanie, was habt ihr für Schiffe dort im Programm? Wie unterscheiden die sich? Kokos wird momentan von zwei Flotten angefahren. Das ist einmal die Hunter-Flotte, die haben die Sea Hunter und die Argo im Programm. Und die Aggressor fährt mit zwei Schiffen hin. Die Aggressorboote sind mit, ich glaube, 22 und 20 Leuten ein bisschen größer. Die Sea Hunter hat, glaube ich, 16 und 18 auf der Argo. Kleine Besonderheit bei der Argo ist zum Beispiel auch, dass die auf manchen Touren ein U-Boot dabei hat, mit dem man dann auch Tiefseetauchfahrten machen kann. Da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Und liegen preislich relativ dicht beieinander. Und von der Ausstattung her ist immer die Argo ist die größte, Sea Hunter die kleinste und die beiden Aggressorschiffe so ungefähr dazwischen. Okay, auch hier die Frage Tourlänge, wenn man schon drei Tage unterwegs ist, wie lange dauert eine Tour? Das sind direkt wieder so lange wie möglich. Wenn man die Überfahrt abzieht, hat man natürlich mit jedem Tag, den man länger da ist, dementsprechend mehr Tauchgänge. Ne? Mhm. Aber die Touren werden angeboten ab 8 Nächte bis hin zu 11 Nächten. Okay, dann ist aber auch noch genug Zeit zum Tauchen übrig. Ja, die Frage kam vom Andreas hier. Ja, sonst habe ich jetzt aktuell keine Fragen, außer
natürlich wie immer die Frage nach den Preisen. Da machen wir dann zum Schluss nochmal einen Preisvergleich und eine Übersicht. Und ich denke, Uwe, du hast auch noch dann im Nachgang noch auch mal ein Dokument vorbereitet, was dann heruntergeladen oder versendet werden kann, wo dann da nochmal ein direkter Vergleich zwischen diesen drei Destinationen möglich ist. Dann hier Franziska fragt, können alle drei Inseln kombiniert werden, wenn man genug Zeit hat, mit Sicherheit, ja? Habt ihr sowas schon gemacht? Oder, ja, ich denke, sie will wissen, ob das auf einer Tour geht. Das geht ja nicht. Ja, genau. Also wenn, dann muss man wieder aufs Festland, ins nächste Land fliegen und die nächste Tour von vorne starten. Wir hatten schon Kunden, die das gemacht haben, aber kommt nicht so häufig vor. Man braucht viel Zeit und ein bisschen Kleingeld. Ja, ja, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Kombination, die man dann da zu sehen bekommt. Ja, das ist. Zwei Ziele hatten wir schon häufiger, aber alle drei glaube ich noch nicht, oder Melanie? Ja, so zwei immer untereinander, ja, aber die Dreier hatte ich da noch keinen Hattrick. Nee. Ja, also Franziska, du kannst mit die Erste sein, die das macht, und dann rufst du bei Melanie oder Uwe an und die werden das dann irgendwie für dich auf den Weg bringen. Da bin ich sicher. Ja, auf jeden Fall. Okay, aktuell sehe ich keine Fragen mehr. Auch hier bei haben da so viele Filme, Armin. Ja. Ich wollte nur sicher gehen, dass wir alle Fragen beantwortet haben. Ja, Temperaturen noch vielleicht ganz kurz im Unterschied zu Galapagos. Wie sehen die auf Kokos aus? Etwas wärmer. Nein, also quasi so wie in Galapagos bei Wolf and Darwin. Da ist es auch etwas wärmer. Also es kann sein, dass es in den Monaten August bis November bis 24 Grad runtergeht, aber meist ist es 26, 27 Grad. Dass man kältere Strömungen hat, ist immer mal wieder da, aber es ist, man kann das, durch diese Strömung kann man das nie so genau sagen, aber in der Regel kann man davon ausgehen, dass es zwischen 24 und 27 Grad ist. Also nicht so kalt wie Galapagos oder Socorro im Frühjahr, ne? Ja. Also es ist schon angenehm. Also von den Temperaturen spricht dann einiges für Kokos. Aber da vielleicht auch noch mal ganz kurz eine Info von mir. Wir wollen heute das erste Mal vom Webinar hinterher eine Zusammenstellung machen, die wir dann als PDF an euch schicken. Also jeder, der Interesse hat an dieser Zusammenstellung, der soll uns hinterher eine E-Mail schicken, sagen, ich hätte das gern mit Angabe von Namen und so weiter und E-Mail-Adresse, dann schicken wir euch das gerne zu. Dauert ein paar Tage, bis das fertig ist, aber dann habt ihr das alles mal vergleichend schon gegenübergestellt. Also die ganzen Fragen, die hier jetzt auftauchen. Ja, genau. Also da werden wir auch am Ende vom Webinar nochmal darauf hinweisen. Also schreibt einfach eine E-Mail an info@schoener-tauchen.de und fragt nach diesem Dokument. Da habt ihr dann die Informationen nochmal schwarz auf weiß zum Nachlesen. Und ihr könnt euch natürlich auch dieses Webinar mit all den Antworten zu euren Fragen auch im Nachgang noch anschauen. Das bleibt dauerhaft gespeichert auf der Facebook-Seite von Schöner Tauchen und auch Tauchernet oder in den YouTube-Kanälen findet ihr dieses Webinar dann auch noch. Ja, ich würde sagen. Armin, zeig uns ein paar Filme, der Maxi schläft schon fast ein. Ja, ich merke auch schon, dass er langsam. Der will was tun. Dass er langsam müde wird. Aber zuerst, wenn wir zum nächsten Ziel gehen, Socorro, würde ich vielleicht erst noch mal ganz kurz, dass Maxi sich schon mal leicht aufwärmen kann, zu Melanie schalten und da auch die Frage stellen, wie kommt man am besten nach Socorro? Ja, von der Anreise her wieder ähnlich. Hier ist jetzt allerdings dann noch ein Umstieg notwendig. Die Touren starten in Cabo. Da kommt man momentan am besten auch entweder mit Amsterdam und Mexico City hin. Es gibt auch viele Möglichkeiten, teilweise über die USA dann von Atlanta oder anderen Orten direkt nach Cabo zu fliegen. Das ist so ein bisschen ja, das Mallorca der Amerikaner in den Ferien. Die klammern wir natürlich derzeit möglichst aus. Also Standard-Routing ist eigentlich entweder über Amsterdam und Mexico City oder aber an manchen Tagen gibt es auch Kombinationsmöglichkeiten Frankfurt direkt mit der Lufthansa rüber nach Mexico City. Teilweise braucht man da noch eine Zwischenübernachtung, aber ansonsten geht es auch wieder ähnlich reibungslos wie bei den anderen beiden Destinationen. Und von Cabo aus starten dann direkt die Schiffe. Da hat man dann zwei Nächte direkt da im Ort und geht dann drauf und von dem Hotel aus wird man abgeholt und dann fährt man direkt da ab. Okay. Ja, dann Maxi, mach dich schon mal warm. Ich starte den nächsten Film und Peter kann uns dann was zum Tauchen auf Socorro erzählen.
Ja, okay. Einmal so zur Choro, wenn man von einer normalen oder wenn man eigentlich von einer Choro-Tour redet, das ist eigentlich nicht richtig. Man geht da eigentlich in das, ich kann es gar nicht aussprechen, Raviliago-Atoll, Archipel heißt es. Das sind eigentlich drei Inseln. Das ist San Benedicto, das ist Socorro selber, die Insel, und Rocca Partida. Wobei Rocca Partida keine richtige Insel ist, sondern eher ein Fels im Meer, der halt runtergeht. Warum fährt man nach Socorro? Für mich, was da einzigartig ist, sind diese riesigen pazifischen Mantas, wie wir hier natürlich auch sehen. Die in dieser Form und dieser Begegnung für mich, glaube ich, auch nirgendwo vergleichbar auf der Welt gibt. Man taucht da ab und die Mantas kommen dann so langsam hin und her und suchen die Blubberblasen der Taucher. Der Unterschied zu vielen anderen Mantaplätzen ist halt, dass man die im tiefen Blau erlebt. Was auch wunderbar oder toll ist und was ich ja, wo es auch nicht so viele Plätze gibt, wahrscheinlich auch für mich ist es auch der beste, ist für Delfine. Es gibt da zwei, drei Plätze in dem Morgengrauen, wo man die Delfine sehen kann. Was für mich auch so ein bisschen saisonbedingt ist, das ist meist im Herbst am besten, weil da die Touren beginnen und dann ein bisschen die Delfine verspielter sind und eher näher rankommen. Hier sehen wir gerade die Buckelwale. Die Buckelwale haben eigentlich auch Saison. Da ist eigentlich so die Zeit Februar, März am besten, wo das Wasser natürlich kälter ist. Was Socorro auch ausmacht gegenüber den anderen Plätzen, es ist vielleicht nicht die Masse an Haien nicht so. Sicher kann man das überall sehen, auch in Socorro, aber die uneinige verschiedenen Haie. Man sieht Silberspitzenhaie, man sieht Weichspitzenhaie, die natürlich zu Dutzenden da, da sieht man so fast, kann man fast garantieren. Man sieht die Silkies, man sieht Hammerhaie, man kann auch mal ein Tigerhai sehen, nicht so viele wie in Kokos, aber werden immer wieder auch gesichtet. Ja, Schwarzspitzenhochseehaie sind da und die Walhaie haben auch Saison. Das ist einmal im Herbst, im November. Für mich ist das so der beste Monat, überhaupt der beste Monat, dahin zu fahren, wie man jetzt eben auch gesehen hat. Da kommen die Walhaie sehr häufig um das Schiff drumherum und schwimmen dann auch wirklich stundenlang um das Schiff, wo man dann sagt, hey, wenn uns gar nicht verstehen kann, wenn die Crew sagt, so, wollen wir jetzt tauchen gehen oder wollt ihr mit dem Walhai weiter schnorcheln? Dann kommt man natürlich auch in Gewissenskonflikte. Ja, das ist so, was für mich Socorro ausmacht. Uwe, wie sieht es bei dir da so aus? Ja, der Unterschied Socorro zu den anderen Zielen ist, glaube ich, dass man eine viel größere Bandbreite hat. Die Spezialität, darum ist Socorro ja bekannt geworden, wie du schon sagtest, die pazifischen Mantas. Was du nicht gesagt hast, ist, dass die Mantas zu den Tauchern kommen und gestreichelt werden wollen, weil wir dürfen die ja nicht anfassen. Und es gibt aber Taucher, die es tun, und die Mantas, die finden das richtig toll, das merkt man. Und die Delfine haben sich das abgeguckt, die kommen inzwischen auch zu den Tauchern und wollen gekrault werden. Muss man selber wissen, ob man es macht, aber das ist so. Die haben sich das wirklich abgeguckt. Am Anfang waren sie noch ganz weit weg und im Laufe der Jahre sind sie immer dichter gekommen. Und dann natürlich die Bandbreite. Als ich da war, wir haben, glaube ich, 9 verschiedene Haiarten gesehen. Also wir hatten noch einen Longimanus dabei. Aber nicht die Schulen jetzt an Hammerhaien, aber auch hier mal 40, 50 Stück, da mal zwei, drei. Also es ist einfach die Bandbreite. Wir hatten Buckelwale unter Wasser, du kannst da alles haben. Und dann muss man wissen, die Saison geht eben auch von November bis April, Mai. Und das Wasser wird immer kälter. Im November ist es noch richtig warm, 28 Grad. Und dann wird es bis Mai, geht es runter auf 23, 24 Grad und wird ganz frisch. Dafür hat man dann so ab Februar die Buckelwale, die man unterwegs sehen darf, sehen kann. Schnorcheln darf man mit ihnen nicht mehr. Ja, das macht eigentlich so Koro aus, ne? Ja. Hadi fragt, ob Begegnungen mit großen Weißen in Socorro möglich sind. Nein. Also, sehen kann man immer alles, irgendwo. Ich meine, wir haben Uwe, wer unsere Webinare verfolgt, Uwe hat ja auch schon den Manado mal gesehen. In Galapagos
ich habe es selber nicht gesehen, aber Leute, die dabei waren, haben auch schon mal, aber es ist eigentlich nichts. Also, ich denke, der Hardy, die Frage, die zielt auf was anderes ab, weil das Schiff oder alle Schiffe, die nach Socorro fahren, die fahren ja auch zur Insel Guadalupe in den Monaten vorher. Und da da sind die weißen Haie und da kann man die dann auch sehen. Aber dann haben die Schiffe alle einen Käfig dabei und das sind dann spezielle weiße Haitouren. Aber diese weißen Haie, die folgen den Schiffen dann nicht nach Socorro. Also da muss man sich keine Sorgen oder Hoffnung machen. Mhm. Sind die Touren auch für Leute geeignet, die nur schnorcheln? Fragte Franziska. Eigentlich nicht. Ja, ich denke, Tauchen macht da schon... Also wenn man nur in der Sonne liegen will, gerne und den Taucher begleiten will, man hat auf den Schiffen in der Regel auch einen Whirlpool, und man kann da, aber man kann nicht schnorcheln. Also das ist in den Zielgebieten nicht angesagt. Okay. Ja, Frage an die Melanie. Wie sehen die Reisezeiten hier aus? Unterscheiden die sich von den anderen beiden Destinationen? Ja, wie gesagt, Socorro wird ja nur zu einer bestimmten Zeit des Jahres angefahren. Ja, die Touren finden nur von November bis in unser Frühjahr rein statt. Und den Rest der Zeit ist das Wetter und die Konditionen vor Ort einfach zu schlecht. Teilweise ist auch die Nationalparkbehörde dann da vor Ort und macht Forschung und andere Dinge. Da kommt man dann nicht hinein. Okay, und die Wasser? Sind ganz jährlich möglich, aber Socorro gibt es wirklich eine ausgewiesene Saison für. Okay, und dann sag uns gleich noch was zu den Wasser. Vielleicht ich noch was dazu. Ja. Wir haben dieses Jahr mal einen Charter gehabt im Oktober, wo wir dahin wollten. Machen wir auch nie wieder, weil der ist uns jetzt gerade gecancelt worden, weil die Marine dann Manöver machen will im Oktober. Die lassen uns gar nicht rein und jetzt mussten wir die Tour auf November verlegen. Und jetzt kommen leider nicht alle Kunden mit. Also falls das jemanden interessiert, dieses Jahr November, beste Reisezeit bis Anfang Dezember, haben wir wieder ein paar Plätze frei auf der Socorro Vortex, dem schönsten Schiff dort. Peter wird mitfahren und vielleicht Melanie auch. Und wer möchte, kann sich gerne bei uns melden. Okay. Dann der Tino fragt auf Facebook, wie es mit Tauchausrüstung aussieht. Gibt es das auf den ganzen Schiffen komplette Leihausrüstung oder was muss man mitbringen, was ist sinnvoll, was kann man vor Ort leihen? Man kann alles leihen. Man sollte es vorher angeben, dann besorgen die einem alles. Es ist aber nicht umsonst, dann muss man ein bisschen was für bezahlen, aber das ist auch nicht teurer als anders. Mhm. Auch hier mal die Frage nach den Schiffen, Melanie, und auch gleich hier die Frage vom Lin, wie viele Tauchgänge sollte man da machen, wie lange sollte man da verbringen, was gibt es da für Optionen? Also Schiffe gibt es hier momentan 5, die wir im Programm haben, die gehören zu 2 verschiedenen Flotten. Die Nautilus ist mit 3 Schiffen sogar vor Ort, die sich dann immer abwechseln und ergänzen. Das sind relativ große Schiffe, da passen also zwischen 22 bis über 30 Leute drauf. Etwas kleiner ist die Solma. Die ist allerdings schon ein bisschen älter und ich sage mal, das neueste und mit Abstand schickste Schiff da vor Ort ist definitiv die Socorro Vortex. Das ist auch was, wenn man wirklich kleine Gruppen mag, da sind nur 14 Taucher drauf. Und dann hat man das wirklich sehr, sehr privates Erlebnis. Das war ein wunderschönes Schiff. Ist auch wieder für jeden Geschmack was dabei. Ja, die Schiffe unterscheiden sich auch ziemlich, was den Preis angeht. Ja, das sollte man auch. Deutlich in dem Fall. Also da ist das Preisgefälle das größte. Sehr deutlich. Wir machen, wie gesagt, es gibt die Aufstellung, wo wir euch das alles nochmal zeigen. Es gibt auch andere Schiffe, die nach Socorro fahren. Das wollen wir nicht verschweigen. Die haben wir nicht im Programm und das hat auch seine Gründe. Peter hat auch schon andere Schiffe ausprobiert, selbst von Flotten mit einem sehr großen und guten Namen. Und wir möchten die eigentlich nicht anbieten. Das war die Tour, wo ich nicht in Socorro war, ja. Ja, also da, ich denke, da legt das gesamte Team von Schöner Tauchen extrem, extrem viel Wert drauf, dass eigentlich nur Angebote im Programm sind, die auch wirklich funktionieren und die einen gewissen Qualitätsstandard haben, weil sonst heißt es ja dann, es heißt ja nicht umsonst Schöner Tauchen, ja, sonst würde dein Firmenname Uwe ja dann auch irgendwie anders heißen, ja. Ja, der ist schon umbenannt worden. Aber Armin, zeig uns jetzt nochmal die Filme, was man in jedem der Gebiete zusätzlich machen kann. Ja, die Moment, Zeit läuft ja wirklich. Ja, Moment, aber wir müssen auch hier die Fragen beantworten, die noch anstehen. Welche Taucherfahrung sollte man denn allgemein mitbringen, wenn man da auf so eine Tauchsafari geht? Ich denke, das trifft jetzt für alle drei Ziele zu. Da fragt die Karen, unterscheidet sich das irgendwie? Was sollte ich mitbringen an Erfahrung? Wer mag antworten? Ja, man sollte sich unter Wasser wohlfühlen, sage ich immer. Also die Taucherfahrung selber macht es nicht unbedingt aus. Advanced Open Water sollte man haben, vielleicht 50 Tauchgänge.
Aber ich habe auch schon Anfänger gehabt mit 3-4 Tauchgängen, die waren so gut unter Wasser, dass das nicht das Problem war. Aber man sollte eigenverantwortlich tauchen können in den Gebieten mit einem Buddy. Wenn man keinen eigenen hat, dann wird einem vor Ort jemand zugewiesen. Also es ist nicht so, dass die Tauchgebiete jetzt besonders schwierig sind, was Strömung und sowas angeht. Das Einzige ist, man sollte keine Angst vor größeren Fischen haben. Oder Peter, wie siehst du das? Findest du es schwierig, dort zu tauchen? Nein. Also was halt ist, ist schon mal, dass die Sicht halt nicht gut sein kann. Man soll sich einfach, was du sagst, man soll sich unter Wasser wohlfühlen. Und ich erlebe es auch immer wieder, da kommen Leute, die haben 300 Gelockte und du merkst einfach, die tauchen nur und da sind nur dabei, weil ihr Partner mit dabei ist und fühlen sich eigentlich nicht wohl. Und dann sieht man wieder Leute, die haben 10, 15 Tauchgänge und die sagen, hey, wo geht's lang, wo ist vorne? Und die fühlen sich einfach wohl und so sehe ich das eigentlich auch. Ja. Dann eine Frage vom Horst. Wie sieht es mit Strömung aus auf Socorro und wie sieht die Dünung aus, wenn man da mit dem Schiffchen unterwegs ist? Es ist halt so, dass man muss sich ja alles vorstellen, man ist auf dem offenen Meer. Bei Socorro ist es so, dass man, wenn man vor der Insel San Benedicto oder Socorro liegt, ist es geschützt. Rocca Partida funktioniert halt nur, weil es wirklich ein Fels ist im Meer, im offenen Meer, wenn es relativ ruhig ist. Wenn es düniger ist, kann es sein, dass man nur einen Tag ist. Kann auch sein, dass er dann eventuell gar nicht. Und wenn nicht, bleiben sie auch über Nacht da. Dann kann man auch 2 oder 3 Nächte da sein. Aber am Ende ist es bei allen Tauchgängen, man ist relativ viel auf dem offenen Meer und wenigstens oder bei den Überfahrten kann es halt auch wellig werden. Aber es kann auch spiegelglattes Meer sein. Die Petra fragt, wie viele Tauchgänge man da am Tag macht, wenn man da unterwegs ist. Auch da gibt es nachher unsere Aufstellung. 3 bis 4 pro Tauchziel werden keine Nachttauchgänge gemacht. Okay. Und dann hier, was mich auch immer interessiert, wie sieht es mit der Verpflegung aus auf den Booten, Melanie? Was gibt's dazu zu sagen? Durchgehend normalerweise sehr gut, weil ich sag mal, die Grundregel auf dem Tauchschiff kennt jeder. Satte und gut gefütterte Gäste sind glückliche Gäste. Also ich habe auch auf keinem der Schiffe, wo ich da war, schlecht gegessen. Da wird man sehr, sehr gut versorgt. Okay. Ich war zufrieden. Also die Schiffe in Socorro und Cocos sind wirklich sehr, sehr gut. Also mit das Beste, was es so servicemäßig und essensmäßig gibt. Galapagos ist vielleicht etwas leichter drunter, aber die anderen ist wirklich absolutes High-Level. Okay. Gut, Uwe drängt schon, weil wir schon eine Stunde fast hinter uns gebracht haben, aber ich denke, die Informationen passen aktuell. Dann gehen wir mal zu den Möglichkeiten der Landprogramme, die wir haben. Vielleicht fangen wir da wieder, springen wir zurück zu Galapagos. Und wer von euch mag uns da was erzählen? Ich spiele vielleicht einfach mal. Peter wird das gleich erzählen. Wir haben jetzt 3 Filme vorbereitet für jedes Ziel, wo wir denken, das ist das absolute Highlight, dass man, wenn man was machen will im Anschluss, das machen sollte. Selbstverständlich kann man auch andere Sachen machen, dafür gibt es hinterher noch ein paar Fotos, aber diese 3 Filme sollte Peter kommentieren, er hat die selber gemacht, sind fast oder mindestens genauso faszinierend wie das Tauchen selber. Okay, und der Maxi kann wie immer dann ein paar schöne Klänge in den Hintergrund einspielen. Ich fange mal mit Galapagos an und spiele da mal den ersten Film vom Peter ein. Okay, wenn wir von Galapagos reden, ist es natürlich auch so, dass wir ja einmal an die Schildkröten, an den George denken, der ja mittlerweile gestorben ist, an die Leguanas, an diese Vielzahl. Ich hatte ja jetzt eben das meistgesprochene Wort in Galapagos ist halt endemisch. Auf so einer Tauchsafari ist in der Regel nicht so viel Land dabei. Teilweise darf man auch gar nicht an Land. Da kann man halt dann nur vom Boot aus machen. Wenn man Glück hat, kann man 1-2 Landausflüge machen, die schon sehr, sehr toll sind. Wenn man wirklich Galapagos einmal mit seiner Vielfalt erleben will und angefangen von Flamingos bis über die Albatrosse, über sämtliche Sorten Iguanas,
sollte man eigentlich auch eine Tauchsafari machen. Nicht eine Tauchsafari, sondern eine Landsafari und diese verschiedenen Inseln dann anfahren. Auch hier ist es so, wie Uwe jetzt eben schon mal gesagt hat, man hat da keinen Spielraum, man ist halt eine feste Tour und dann kann man sich halt diese wunderbaren und einzigartigen Lebewesen aus wirklich nächster Nähe sehen. Es ist halt auch so, man darf den Weg nicht verlassen auf so einer Tour, aber man braucht den Weg nicht, weil die Vögel während der oder die Leguane oder die Seele auf dem Weg liegen und rasten und es ist dann schon wirklich einmalig, das zu sehen. Übrigens ist Galapagos auch der nördlichste Punkt, wo man Pinguine sehen kann auf der Welt. Also absolut zu empfehlen. Was ich noch dazu sagen möchte, ist jetzt eben, wurde ja gefragt, kann ich alles kombinieren, kann ich alles... Es ist einfach so, jedes Ziel an sich gibt so viele Möglichkeiten und so viel... Wenn ich ein Jahr Zeit habe, kann ich alles kombinieren. Wenn ich nur 2 oder 3 Wochen oder selbst 4 Wochen habe, reicht es vollkommen, sich auf ein Ziel zu konzentrieren und das dann richtig zu machen. Vielleicht noch ein Punkt dazu. Die Inseln, jede Insel hat ein anderes Tierleben in Galapagos. Also das ist faszinierend. Und was aber alle ausmacht, ist, die Tiere haben keine Angst. Ich kann an die Tiere ganz dicht rankommen, die fliegen nicht weg. Ganz egal, wo ich sonst auf der Welt war, die Tiere, die hatten immer eine gewisse Fluchtdistanz. Das kennen die Tiere in Galapagos nicht. Okay. Man muss auch dazu sagen, die Menschen dürfen die Tiere nicht vertreiben. So ist das zum Beispiel auch mit dem Fischmarkt so. Also ein kleiner Fischmarkt in San Cristobal und dann stehen natürlich die Pelikane und Robben und sowas und dann springen die fast mit auf den Tischen drauf und das ist allein auch schon ein Erlebnis, einfach das zu sehen. Die dürfen die nicht wirklich aktiv vertreiben. Die sagen schon mal husch, husch, aber es ist schon toll, sich anzugucken. So, und jetzt Kokos, okay? Okay, dann machen wir weiter mit Kokos. Okay, zu Kokos prinzipiell sicher, Costa Rica ist einmal ein Land für sich, was man auch, wo man auch ganz locker 1, 2, 3 Wochen verbringen kann. Was für Kokos wirklich so einmalig macht, ist natürlich das U-Boot-Fahren. Ich hatte die Chance, das zweimal zu machen. Das U-Boot kann bis auf 100, 200 und 300 Meter runterfahren. Was man im Vorfeld wissen muss, die 100-Meter-Tour hat nichts mit der 300-Meter-Tour zu tun, weil das an anderen Stellen sind. Und dann kann man wirklich auch Lebewesen da unten bei 300 Metern sehen. Da gibt es so einen Tiefseehai, da gibt es Krabben. Und das Witzige dabei ist, der U-Boot-Fahrer hat einen Laserpointer mit 2 Punkten. Und man sieht diese beiden Punkte und durch diese Kuppel hat man einen anderen Sichtblick. Und wenn er diese 2 Punkte andeutet, dann fragt er, hey, wie weit ist denn das auseinander? Und man meint, das ist 20, 30 Zentimeter. Und er sagt, nee, das ist 1 Meter. Diese Tiere da teilweise unten sind auch riesig. Also ein Erlebnis. Und eigentlich kenne ich auch nur die einzige Möglichkeit, wo man wirklich als Tourist das mal machen kann und in der Form und an so einem Platz. Es ist nicht günstig, aber absolut empfehlenswert. Okay. Ja, ist wirklich faszinierend. Man hat in 100 Meter Tiefe die Kontinentalplatte, wo man den Kontinentalspalt, wo es dann wirklich in 100 Meter nochmal senkrecht runtergeht. An dieser Wand geht es dann auf 300 Meter runter, wenn man die tiefere Fahrt bucht. Man ist einen halben Tag unterwegs. Es ist nicht günstig, wirklich nicht. Aber wir kennen keinen anderen Platz auf der Welt, wo sowas möglich ist. Und wer das einmal machen will, also richtig unter Profibedingungen, der kann es dort machen. Das Schiff wird allerdings teilweise, das U-Boot, an professionelle Firmen verschartert. Dann ist es mal eine Weile nicht vor Ort. Aber wenn es da ist, geht's. Und wir können das auch organisieren, wenn man auf einem anderen Schiff ist, nicht auf der Argo, wo das U-Boot ist, dass man da mitfahren darf. Okay. Der Kai fragt hier, was denn dieses Kleingeld ist, von dem du gerade gesprochen hast für so eine U-Boot-Tour. Ich denke, das ist auch in deinem Dokument wahrscheinlich mit drin, ein Angebot dazu, aber vielleicht kannst du mal einfach eine Hausnummer rauslassen, was so ein Trip kostet und wie lange ist denn so eine Fahrt, wenn man mit dem U-Boot unterwegs ist? Die sind unterschiedlich lang. Ich glaube, die kürzeste liegt schon bei ungefähr 3 Stunden. Ich gucke jetzt selber mal nach, ich weiß es nicht. Wir haben die U-Boot-Fahrten genau bei uns beschrieben. Die in 300 Meter Tiefe, die Tour, die kostet 1.600 Euro.
Also nur für diese Tour. Man muss wissen, man hat ein U-Boot, es sind nur 2 Gäste dabei, es ist limitiert, das ist in Erwartung teuer, es ist gepflegt, also es ist teuer. Da kommt die Tauchkreuzfahrt noch dazu. Aber wenn man es einmal gemacht hat, das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, was man wahrscheinlich nie vergisst. Ja, also ich denke, wenn man den Aufwand sieht, sowas zu betreiben, liegt das preislich noch durchaus in der Region, die vertretbar ist. Ja. Also so ein Teil ist technisch sehr anspruchsvoll. Ne? Ja, bei uns auf der Webseite findet man auch noch mehr Informationen darüber, wie der ganze Ablauf ist, wie das Ganze funktioniert. Wir wollten heute einfach nur mal zeigen, in Cocos gibt es eine Sache, die es nur dort gibt, die man woanders nicht kriegen kann. In Mexiko haben wir auch noch was, was dort ganz speziell ist. Ja, das würde ich vielleicht sollten wir das jetzt mal zeigen. Würde ich auch. Uwe macht richtig Dampf jetzt hier. Und ich, wenn ihr wollt, wir können gerne über jedes dieser Zielgebiete mal ein eigenes Webinar machen. Das wollten wir ja nur ein bisschen vergleichen. Ja. Ich starte mal unser Video über Mexiko. Also was man für Mexiko oder für Socorro als Vorprogramm absolut empfehlen kann, ist das organisieren die Leute vor Ort in Cabo, das ist dann an der südlichsten Spitze von Baja California, und die nennen es Pelagic Safari. Das heißt, man fährt raus mit dem Boot und es ist eine reine Schnorcheltour und man wartet drauf, was da kommt. Ich weiß noch, wie vor 3 Jahren oder 4 Jahren auf der Messe die bei uns am Stand waren und gesagt haben, pass auf, man fährt raus und man sieht immer was. Und es ist einfach so. Und die Male, wo ich es mitgemacht habe, es war jedes Mal begeisternd. Wir hatten einen Blauwal. Ja, die Größe ist halt größer, sind glaube ich auch nur 6 Leute, sind nur auf einem Schiff. Und die andere Gruppe sagte, ja, wir haben heute einen Blauwal gesehen. Ich sage, ja, und wie? Ich denke dann, so wie immer, was die Leute mal so sagen, ja, so 5, 6 Meter, so irgendwann, dass man Schatten sieht, der ist da direkt unter denen hergeschwommen. Was es mittlerweile auch anbietet, wir haben es zum Schluss gesehen, ist halt dieses mit den Sailfischen, Sailfish-Safari, was auch im Ende des Jahres, November, Dezember möglich ist zu machen. Es ist auch eine reine Schnorchel-Safari, aber auch Wahnsinn. Was, wenn man mal Sailfische sehen will, absolut ein Muss ist. Also ich kann es nur empfehlen, es ist auch nicht ganz günstig. Die Tagesboote sind super, super organisiert, aber ein Erlebnis. Man denkt auch mal einen halben Tag. Also ich weiß, wir waren auch einen Tag, wo man in Anführungsstrichen nur Delfine, nur mal einen Seehund und nur mal eine Schildkröte gesehen hat, und dann sind wir die letzte 1,5 Stunden mit einem Buckelwal nur rumgeschnorchelt. Also es ist Natur, aber was man erleben kann, wow. Ja, absolut. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu den Landprogrammen, hatten wir noch eine ganze Reihe von Fotos, die wir jetzt vielleicht auch nochmal zeigen wollen. Ich weiß nicht, wer dazu was sagen möchte, Uwe oder Melanie oder Peter. Lass Melanie das mal machen, die kennt sich da am besten aus, die bucht das für unsere Kunden. Okay, dann spiele ich mal ein paar Sachen von, ein paar Fotos von Ecuador ein, kleinen Moment. Okay. Ja, wobei Melanie da gestehen muss, ist auch viel weiterleiten. Wir haben uns da sehr gute Partner jeweils vor Ort gesucht. Die Leute sind spezialisiert auf die Lernprogramme, die kennen sich also über Wasser genauso gut aus wie wir unter Wasser. Ja, und das lohnt sich auf jeden Fall, gerade Ecuador. Ich sag mal, selbst wenn man nur kurz Zeit und einen kleinen Stopp macht, noch in Quito, die historische Altstadt, da ist UNESCO-Weltkulturerbe, das lohnt sich. Man kann einen kurzen Tagesausflug machen, raus zur Äquatorlinie. Die Anden liegen direkt da. Man kann auf dem Vulkan, in Cotopaxi kann man hochsteigen oder sich auch nur von unten anschauen oder hochfahren bis auf 5000 Meter. Immer ein bisschen dran denken, es liegt alles sehr hoch, also vielleicht nicht gleich am ersten Tag zu viel zumuten, aber es gibt da wunderschöne Landprogramme, man kann sich Lamas angucken, man kann die Inka-Ruinen besuchen, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, da gibt es einen alten historischen Zug, der durchs halbe Land fährt, das kann man sehr, sehr gut kombinieren. Wenn man richtig eine Woche Zeit hat, kann man auch Programme machen, die starten in Quito und enden in Guayaquil, also da ist wirklich ist eine wunderschöne Natur. Und die kann man sehr, sehr gut damit kombinieren, weil übers Festland kommt man eh dran vorbei. Ne? Und dann kann man sich die Sachen gleich mit anschauen. Wir haben ein paar Sachen auf der Webseite beschrieben, von den Landprogrammen, sowohl in Ecuador als auch in Cocos.
Das sind aber eigentlich auch nur Beispiele. Ich sag mal, selbst wenn da nichts Passendes bei ist, die arbeiten auch ganz individuell Reisen aus. Ja, also da kann man wunderschöne Kombinationen zusammenbauen, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Geht alles von 2 Nächten, die wir von der Kreuzfahrt sowieso immer dringendst empfehlen, ja, damit man Sicherheitspolster hat. Aber man kann da auch ganz entspannt 2-3 Wochen noch dranhängen, wenn man die Zeit und die Lust dazu hat. Okay, ich gehe gleich mal weiter hier zu unserem zweiten Ziel. Costa Rica ähnliches, auch über Wasser, wunderschön. Sehr viel Regenwald, übersetzt die reiche Küste, heißt aus gutem Grund so, erstreckt sich komplett vom Pazifik bis in die Karibik rein. Da sieht man also auch sehr viele Sachen. Man kann in den Regenwald fahren, sieht da wunderschöne Tiere. Vogelbeobachtung, eine ganz berühmte Destination für Kaffeeplantagenbesuchen mit selber pflücken, Wildwasser-Rafting, Canopy-Walks oder da auf dem Vulkan, auch aktive Vulkane, der Arena Areal ist da. Lohnt sich auch absolut, wenn man das noch mit einbaut. Also da hat man dann eine wunderschöne Kombination und kann noch sehr, sehr viel von Land und Leuten lernen und sich das anschauen. Da hat sie mitten im Regenwald wunderschöne Lodges, da kann man wirklich kilometerweit über Serbien drüber blicken. Die Bilder sieht man hier. Ja, wie gesagt, auch für Vogelbeobachtung, für Vogelliebhaber eine sehr, sehr beliebte Destination. Und Naturliebhaber, die haben, Costa Rica zeichnet sich gerade beim Umweltschutz und für die Natur sehr, sehr stark aus. Die haben ja schon Mitte der 50er haben die Armee abgeschafft und haben das Geld dann lieber in die Natur und ihre Leute investiert, in Kultur und Naturschutz. Und sehr viele Nationalparks, dadurch werden die Tiere da auch nicht gestört und können sich noch entfalten, wie man es in anderen Regionen von vor 50 Jahren nicht mehr gesehen hat. Kann man sehr, sehr empfehlen, da auf jeden Fall noch ein Landprogramm anzubauen. Okay, und bevor mich Uwe weiter anfeuert, wechsle ich gleich zu Mexiko. Ja, hier ist mit Landprogrammen weniger, aber ich sag mal Kultur, Inka-Kulturen, Maya-Kulturen sind hier natürlich auch gegeben. Kann man von Mexico City aus noch Ausflüge planen. Wenn man aber sagt, ja, lieber gleich runter in die Baja La Paz, kann man dann noch mitmachen oder man kann unterwegs einen Stop machen. Das waren, wie gesagt, man kann nach Cabo sehr gut fliegen über die USA. Kann man dann entweder Kalifornien noch mit einbauen oder da einen Nationalpark besuchen, in die Grand Canyons gehen und ähnliches. Man kann es kombinieren mit Yucatan, dass man da noch Höhlentauchen geht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Involvieren dann teilweise noch einen Inlandsflug, aber auch sehr gut machbar. Und dann kann man die Reise da auch noch schön mit ausbauen. Beeindruckende Bilder dann auch da mit dabei. Das zum Beispiel wäre so ein Stopp in den Staaten, dann lebt in dem Fall Las Vegas. Wenn ich mal was dazu anbiete, viele Leute, aber mich fragen ja auch immer viele Leute, was ist oder was kann man kombinieren? Im Grunde, das Wichtigste ist immer, wie viel Zeit habe ich und natürlich auch, welches Budget habe ich. Aber häufig ist auch einfach, wie viel Zeit habe ich. Wenn ich nur 14 Tage Zeit habe, kann ich Socorro machen, kann noch 2 Tage da Plätschik-Safari machen, dann ist es eh rum. Oder wenn ich 4 Wochen Zeit habe und ich will nach Costa Rica, ich kann auch in Costa Rica 5 oder 6 Wochen verbringen. Also es ist, sagt Melanie Bescheid, wie viel Zeit ihr habt und dann wird es wirklich, baut sie das schon perfekt zusammen. Das ist meist nicht, oder so funktioniert es meist oder so funktioniert es am besten. Ja, alles möglich. Wie gesagt, es gibt schon feste Touren, wo man zubuchen kann. Und wenn einer sagt, nee, das und das will ich sehen, der gibt uns durch, wie viel Zeit er hat, was er sehen möchte, wie viel Geld er ausgeben kann. Und schon wird das ganz individuell zusammengebaut. Okay. Ja, es besteht bei uns ja auch immer die Möglichkeit, dass man sagt, ich buche nur die Kreuzfahrt und alles andere buche ich mir selber oder kümmere mich selber darum, weil wir können nicht die ganze Bandbreite praktisch von allen Landtouren anbieten. Aber wir machen eben unseren Teil und man kann, wenn man möchte oder wer das möchte, eben alles andere auch selber machen. Wir sind da so flexibel, wie es geht. Ja, was bei euch immer im Angebot ist und was auch sehr, sehr beliebt ist, sind eure Gruppenreisen. Was gibt es da aktuelle Angebote oder was würdest du besonders empfehlen, Uwe? Ich denke, wir bleiben jetzt einfach mal bei diesen Zielgebieten. Wir haben da selbstverständlich Gruppenreisen. Wir haben uns Schiffe ausgesucht, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis dann auch sehr gut ist.
Peter macht eigentlich jedes Jahr im September, ist sein Lieblingszeitraum für Kokos. Da haben wir immer die Okeanos Aggressor 1 gechartert, weil es einfach auch für Gruppen das beste Boot ist, wenn man Peter fragt. Er sagt, die 2 ist lange nicht so gut. Die anderen beiden Schiffe, Sea Hunter und Vortex, sind auch eine ganze Ecke teurer. Da haben wir auch in diesem Jahr, da fährt Peter leider nicht mit, da fährt unser Ray mit, noch ein paar Plätze im September frei auf der Tour zur besten Hammer-High-Zeit. Dann hatte ich das vorhin schon erwähnt, was auch in diesem Jahr noch ansteht aus diesen Zielgebieten, ist jetzt die Vortex-Tour, die eigentlich schon seit über einem Jahr ausgebucht war, die jetzt im November verschoben ist, wo nicht alle umbuchen können, wo noch ein paar Leute mitfahren, ein paar Plätze frei sind. Wer will, kann da mit Peter und Melanie und vielleicht Melanie, das ist noch nicht ganz raus, mitfahren. Und da machen wir vielleicht auch die Pelagic-Tour vorweg. Das ist, steht alles noch nicht. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, wie es weitergeht. Weil die Info haben wir erst seit ein paar Tagen. Und Peter, ich glaube, Galapagos hast du nächstes Jahr im Mai noch eine etwas längere Tour. 10 Tage. Und da sind, glaube ich, auch noch ein paar Plätze frei. Ne? Also zu Galapagos muss ich auch sagen, 10 Tage Galapagos ist eigentlich die perfekte Tourlänge als Tauchsafari. Weil 14 Tage, ich kenne es auch, 14 Tage ist dann, wird schon ein bisschen lang, weil das Wasser halt manchmal auch frisch ist. 7 Tage ist schon kurz, weil man muss sehen, man ist dann nur 2-3 Tage oben bei Wolf in Darwin. Mehr Zeit hat man dann gar nicht. Und 10 Tage ist, man hat dann ist dann in der Regel 4 Tage da oben. Man kann in Ruhe zu den Liguanas, man kann zu den Mola Molas, man kommt zu dem Manta-Tauchplatz und das. Und bei einer 7-Tage-Tour macht man dann irgendwann auch einen Abstrich oder muss man Abstriche machen. Von daher ist eine 10-Tage-Tour Galapagos, wenn man das kriegen kann, mit das Beste. Okay, ja, dann habe ich hier, Andreas möchte eine ganz klare Aussage von allen 3 von euch haben. Welches Ziel von den 3 ist das Beste? Ich will klare Antworten haben. Ja. Ich habe es klar nicht eindeutig beantworten. Also ich habe es ja jetzt eben schon gesagt, ich habe wirklich an allen Tauchzielen in Anführungsstrichen 10-mal den Tauchgang meines Lebens gemacht. Wenn ich noch nirgends war, würde ich vom Gefühl her sagen, ich fahre nach Kokos oder neben Socorro. Ja, oder Galapagos. Oder 10 Tage in Galapagos. Da würde ich zum Beispiel anfangen, also das ist wirklich... Ja. Also man muss das davon abhängig machen, wenn mich jemand fragt, wo fahre ich im April hin, dann kann ich ihm das sagen. Wenn ich warmes Wasser haben will, kann ich sagen, wo fährt man da am besten hin. Wenn ich nicht ganz so viel Geld ausgeben will und was sehen will, kann ich ihm das auch sagen. Aber so ganz allgemein, das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Ja, ich hab mir schon gedacht, dass Andreas keine eindeutige Antwort bekommen wird, aber ja, einfach alle 3 probieren und dann kann er die Frage selber beantworten. Ich denke, das ist wahrscheinlich das Einfachste. Ja, Dieter fragt nochmal nach einem Preisvergleich. Hier nochmal die Info, das hatten wir schon im Laufe des Webinars gesagt. Ihr könnt eine E-Mail schreiben an info@schöner-tauchen.de oder ihr könnt anrufen. Wir können das auch jetzt kurz sagen, wenn ihr wollt. Nicht, Melanie? Ja, wenn ihr irgendwie was habt. Also es gibt auf jeden Fall eine große Übersicht über die Ziele, die man per E-Mail bei euch einfordern kann. Aber so einen kleinen Preisvergleich, eine Hausnummer wäre ja, wenn ihr das jetzt macht, auch nicht schlecht. Ja, ja, wir haben das schon mal ein bisschen zusammengestellt. Natürlich bei den Zahlen, die jetzt kommen, es geht auch immer noch anders. Es kommt wirklich auf die Tourlänge an. Es kommt darauf an, welches Schiff man nimmt. Aber ich sag mal, für Mexiko zum Beispiel kannst du, wenn du eine 8-Nächte-Kreuzfahrt dabei hast, also dann hast du quasi mit Anreise und den Zwischenübernachtungen hast du 11 Nächte vor Ort bis 12 Tage unterwegs ab bis Deutschland. Da gehen wir schon los ab 2.700 Euro. Bei Kokos ist es... Melanie, mit Anreise ist ein bisschen teurer, ne? Hm? Die Kreuzfahrt waren 2.700, ja. Ja, gut. Aber ab Deutschland ist man bei knapp 4.000. Ja, der Komplettpreis sind knapp 4.000. Weil man, Kokos, die Touren sind halt meistens ein bisschen länger. Das ist der Standard eigentlich 10-Nächte-Touren. Die fangen dann so um die 4-4 an. Da hat man dann einen Gesamtaufenthalt von 12 Nächten, 13 Tagen. Da reden wir von ungefähr 5.400 Euro. Und Galapagos, wir gehört haben meistens 7-Nächte-Touren. Die fangen so im Bereich um die 3.800 Euro an, die Kreuzfahrten. Da ist man dann insgesamt 10 Tage unterwegs ab bis Deutschland. Und mit Flug und den 2 Zwischenübernachtungen, die wir immer empfehlen, reden wir dann von ungefähr 5.300 Euro. Also das sind so ganz grobe Hausnummern.
wie gesagt, kommt es jetzt drauf an, kombinieren wir es mit unserer Gruppenreise, sind die Preise natürlich auch schon wieder anders und das bauen wir dann immer individuell zusammen, wie die Leute das brauchen. Aber das ist erstmal so ein erster Richtwert. Okay, ich denke, das ist eine gute Orientierung erstmal. Aber wie gesagt, all diese Infos gibt es dann nochmal ganz detailliert in einem Dokument, das ihr euch zuschicken lassen könnt. Leider können wir das nicht direkt an alle Webinarteilnehmer rausschicken. Das gibt der Datenschutz bei uns nicht her. Deswegen müsst ihr dazu nochmal eine Mail schreiben an info@schöner-tauchen.de oder ihr ruft direkt an unter der 0421 450010. Und gebt eure E-Mail-Adresse durch und dann bekommt ihr dieses Dokument mit wahnsinnig viel klaren Infos dann zugeschickt. Ich denke, das ist mit Sicherheit was sehr, sehr Wertvolles für alle, die eine Reise in eine oder alle dieser drei Destinationen, die wir heute vorgestellt haben, planen. Ja, wir müssen das PDF ja erstmal erstellen, also es soll ein PDF werden. Also es kann schon noch ein paar Tage dauern, haben wir noch nie gemacht, dass wir ein Webinar sowas erstellen. Aber wir hatten gehört, dass Leute an sowas Interesse haben. Dann versuchen wir das natürlich auch zu machen. Uns ist schon am liebsten, wenn wir E-Mails kriegen, die wir sammeln können, dass wir das dann komplett rausschicken können. Ja, ja, das Dokument hat mit Sicherheit Hand und Fuß da. Da wette ich drauf. Nico fragt, warum Malpelo nicht Teil dieses Webinars war. Malpelo haben wir im Moment nicht im Programm. Wir hatten es im Programm. Malpelo ist ein ähnlich schönes Tauchziel, ein bisschen kleiner vielleicht wie die anderen Ziele. Wir kennen kein Schiff, das im Moment, das wir im Moment anbieten möchten als Reiseveranstalter, das Malpelo anfährt. Malpelo ist bis vor kurzem von Panama aus angefahren worden. Das war in Ordnung, da gab es gute Operator. Im Moment darf es nur von Kolumbien aus angefahren werden. Und die Schiffe, wir haben uns einige angeguckt, die haben mich nicht überzeugt. Okay. Dann Svante spricht hier das Trinkgeld an, was man in den Kosten nicht vergessen sollte auf dem Tauchboden. Was gibt es dazu zu sagen? Die Trinkgelderwartung ist relativ hoch, die liegt bei 10% vom Kreuzfahrtpreis. Okay. Das sind amerikanische Verhältnisse, die Leute leben davon. Das sollte man einkalkulieren, aber wir sagen das im Vorfeld auch. Okay, dann ist gut, dass das dann hier auch angesprochen wurde. Ja, ich denke, ich habe aktuell keine Fragen hier. Ja, Landausflüge. Lieber vor oder nach der Tour oder wie macht man das am besten? Was ist der Favorit hier, Melanie? Das lässt sich anbinden, wie man es möchte. Das ist beides ohne großen Extraaufwand möglich. Also da richten wir uns komplett nach dem Kunden, wie er es haben will. Okay, aber ich empfehle aber eigentlich immer, das möglichst im Nachhinein zu machen, weil wenn man dann da ist und dann Land was macht und man verstaucht sich den Fuß oder irgendwas passiert, dann kann man nicht mehr tauchen. Das haben wir leider schon ein paar Mal gehabt. Und es ist besser, wenn man das, also meine Meinung und Überzeugung, das nach der Kreuzfahrt zu machen. Okay, dann Peter fragt nach Fotokursen. Ich denke, wenn man mit Peter unterwegs ist, dann wird man dazu quasi gezwungen. Aber sonst, wie sieht es mit Fotokursen Unterwasserfotografie aus auf den Booten? Standard ist es nicht. Nein, es gibt ganz gelegentlich mal so Sondertouren, die sind dann aber auch meistens im Vollcharter oder sowas. Da fährt dann ein Fotograf mit, aber es ist jetzt nicht Standard, dass da mal ein Kurs angeboten wird. Nein. Unsere Erfahrung ist auch, dass unsere Gäste eigentlich keinen Unterricht oder eine Schulung im Urlaub wollen, wenn sie sowas buchen. Ja. Wenn man mit Peter fährt oder so, da sind oft andere Fotografen dabei, die geben gern ihre Tipps weiter. Aber in dem Sinne, dass man sich abends hinsetzt und über Belichtung und Blenden und sowas redet, das wird eher nicht gemacht. Okay, dann die Barbara fragt, ob es auch meeresbiologische Touren gibt. Eventuell, machen wir auch nicht. Okay, gut. Ja, ich denke, sonst habe ich aktuell keine Fragen mehr offen. Hardy fragt, was man an Foto mitnehmen sollte. Alle Ziele Weitwinkel. Das, denke ich, kann Peter am besten beantworten. Ja. 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 Okay. Kurz und bündig. Ja, ich denke, das macht bei den großen Fischen, ja, die wir da sehen, macht es auf jeden Fall Sinn. Ja, klar. Okay.
Ja, ansonsten habe ich hier nur viele Leute, die sich bedanken bei uns für die vielen Informationen, die wir heute verteilt haben, für die schönen Bilder, die wir gezeigt haben. Ja, wir bedanken uns auch bei euch, dass ihr dabei wart. Ich blende da nochmal eine Dankesfolie ein und übergebe. Ich wollte eventuell auch zum Abschied noch ein bisschen. Ja, deswegen bist du jetzt dran. Ich wollte gerade an dich übergeben und dann kannst du jetzt noch einfach ein bisschen was zum Ende hin sagen. Also ich freue mich, dass ihr alle dabei wart und wieder so zahlreich, wie wir gesehen haben. Es hat mir Spaß gemacht, dass der Maxi diesmal dabei war, aber ich wollte euch eigentlich fragen, wie es euch gefallen hat, ob das für euch in Ordnung war, ob man da was verbessern kann, ob Maxi in Zukunft dabei sein soll oder nicht. Würden wir uns über E-Mails freuen, wo ihr uns das mitteilt, wie es euch gefallen hat. Und dann möchte ich auf unser nächstes Webinar in 14 Tagen hinweisen, beziehungsweise in 15 Tagen. Da ist wieder mittwochs, wie regelmäßig. Und da haben wir ein trockenes Thema. Wir wollen einfach mal was über Reiserecht und Reiseversicherung sagen. Speziell bei Reiseversicherungen können wir euch ein paar Tipps geben und die Geschichte des Reiserechts, was das für Urlauber bedeutet, Unterschied Pauschalreise selber buchen. Wir haben einen Anwalt dabei, der sich auf dieses Thema spezialisiert hat und sehr fit in der Sache ist. Ist auch ein Taucher, ist ein sehr netter Kerl, der uns ein bisschen was dazu sagt. Wenn ihr im Vorfeld schon Fragen zu dem Thema habt, schickt sie uns. Ansonsten lasst euch überraschen. Wir hoffen, dass wir auch das trockene Thema halbwegs interessant rüberbringen können. Und Maxi spielt uns jetzt noch ein bisschen. Ja, das wird hier vielfach gewünscht jetzt hier von mehreren Leuten, dass Maxi zu kurz gekommen sei und jetzt nochmal richtig auflegen soll. Ich denke, wir geben ihm jetzt ein bisschen ein, zwei Minuten im Nachgang. Eine Stunde. Alles gut. Wir können ja einfach laufen lassen und können nahtlos ins Konzert übergehen. Vielen Dank an alle. Es waren unheimlich viele Fragen dabei. Es waren drei super spannende Ziele und vielen Dank an alle, die dabei waren. Wir sehen uns dann wieder in zwei Wochen, wie Uwe schon gesagt hat. Macht's gut und lauscht noch ein bisschen, Maxi. Wir lassen es einfach laufen. Tschüss. Danke, ciao.